Guten Abend. Meine Damen und Herren. Willkommen zu den Waffeln. Yo, Pope Francis in the house mit der Ghetto-Faust für ein Halleluja. Franziskus weiße Kappe, ein Checker große Klappe, haut bloß ab nach der Messe, sonst kriegt ihr auf die Fresse. Wenn mein lieber Freund Gaspari meine Mutter beleidigt, erwartet ihn ein Faustschlag. Bam, e normale. Religion kann schick sein, du musst nur Katholik sein, du darfst zwar nicht verhüten, doch auch nicht viel ausbrüten. Katholik sein bedeutet nicht, sich wie Karnickel zu vermehren, so das Kirchenoberhaupt wörtlich. Bitte? Wie Karnickel? Oha, Franziskus, damit hast du dir mächtige Feinde gemacht. Jetzt gibt's... Protest des Zentralverbands der deutschen Kaninchenzüchter. Man dürfe nicht allen Kaninchen pauschal ein erhöhtes Sexualverhalten unterstellen, sagen die Züchter. Ey, Kaninchenzüchter, hier die Faust Gottes! Wissen Sie, wir vom FC bei Menschenrechten Mund zu arbeiten ja hauptsächlich mit den Füßen. Was läge da näher als ein Testspiel in Saudi-Arabien? Ein Land, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden. It's a pleasure to be here. Und wenn da kurz vorher der saudi-arabische Blogger Raif Badawi mit Stockhieben traktiert wird, dann können wir nur sagen, wir hatten mehr Zuschauer. Ja gut, vielleicht war dieses Testspiel sportlich bedeutungslos, aber der Sponsor Volkswagen zahlt dafür eine Millionengage. Und mir san halt der FC Bayern. Mir san geschmiert. War sonst noch was? Ach ja, Hamburger Wahlkampf 2011, Olaf Scholz ohne Schädeldecke. 2015 Scholz komplett ohne Gehirn. Logisch, nur vollkommen hirnlos lässt sich der Eröffnungstermin für die Elbphilharmonie verkünden. Der Plan ist, dass das am 11. Januar des Jahres 2017 geschehen soll. Oder 2052, was weiß ich.